Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und zu unserem zweiten Tag im Bikepark in Winterberg. Es heißt ja so schön, neuer Tag, neues Glück. Und auch wenn ich nachts wegen meinem Rücken kaum schlafen konnte, hatten wir an diesem Tag so viel mehr Glück mit dem Wetter und mit einer Ivo ging das dann auch mit dem Rücken klar. Jo, erstmal ein Busch. Gestartet sind wir erstmal auf der Kür Hill, um dann durch den Slopestyle-Parcours rüber auf die für mich neue Loose Lee zu kommen. Die Strecke ersetzt dann die alte Pinball, glaube ich, beziehungsweise wurde die einfach überarbeitet. Okay, das Ding ist das riskanteste. Als wir da waren, war der obere Teil noch im Bau, aber wir konnten zum Glück bei circa der Hälfte einsteigen. Okay. Dann los! Die Strecke ist super flowig mit tollen Anliegern und super geshapten Sprüngen. Einfach ein Riesenspaß, vor allem im Trockenen. Wow! Geil! Ich bin einfach ein Riesenfan von trockenen Strecken. Es läuft einfach alles so viel geschmeidiger. Ui, ui, ui. Wer möchte, kann dann, so wie wir, kurz vor Schluss einfach abbiegen und zu der Drop-Batterie rüberfahren. Hier haben wir dann erstmal eine kleine morgendliche Übungssession eingelegt. Okay, also du eher einen Tick nach links und ich nach rechts. Ja. Okay, dann los. Du gibst Tempo einfach vor. So eine gut gebaute Drop-Batterie eignet sich einfach perfekt für Anfängerinnen und Anfänger zum Üben. Man kann sich immer leicht steigern und bekommt ein richtig gutes Gefühl fürs Droppen und das richtige Timing. Wer schon droppen kann, hat einfach nur Spaß. Spätestens jetzt waren wir dann noch wirklich alle warm gefahren. Also höchste Zeit, einfach mal meine zwei Lieblingsstrecken runterzuballern. Der geht so easy. Shit.
Der Bikepark ist zwar echt recht groß, aber wenn man schon den ganzen Tag auf den üblichen Strecken verbracht hat, kann man auch mal ein paar neue Sachen austesten, die man bisher noch gar nicht gesehen hat. Egal wie unspannend das vielleicht aussieht. Für uns war das zum Beispiel der andere Sessellift, mit dem man wieder oben an der Flow Country und so ankommt. Bis dahin waren wir mit dem überhaupt noch nicht gefahren. Man kann zum Beispiel Kürhill oder Woodpecker noch etwas weiter runterfahren und kommt dann zu dem anderen Lift. Hätten wir nicht abbiegen müssen? Ah, okay. So cool da bis da unten. Ja, probieren es jetzt mal. Ja, mal sehen. Also fahren ja auch nicht lang hoch mit dem Lift. Ganz falsch. Man fährt nämlich ewig lange hoch mit diesem Lift, weil der einfach super lahm ist. Es sind halt auch nur ein paar Anlieger mehr, die man so noch fahren kann. Und wir waren uns dann schnell einig, dass sich das einfach gar nicht lohnt. Egal, jetzt wissen wir es. Na gut. Weil sich unsere Zeit aber so langsam dem Ende zugeneigt hat, haben wir nochmal einen ordentlichen Train mit der ganzen Truppe auf der Downhill-Strecke gemacht. Bei sowas kommt es einfach zwangsläufig zu witzigen Szenen und auch ein bisschen Chaos. Klassiker. Alles gut? Alles bestens. Der Tourguide war wieder zu schnell. Boah. Weg da! Nicht wohl in der Familie. Fast schon wie ein Wunder kam es erst jetzt zum ersten und einzigen technischen Defekt. Es war zwar nur die Kette, also kein Problem, aber da wir schon etwas unter Zeitdruck waren und noch eine letzte Abfahrt vorhatten, musste es schnell gehen. Und was hilft da besser als ein Haufen Leute, die drumrum stehen und kluge Ratschläge geben? Nee, das muss irgendwie gehen. Ja, kein Bock, ist das so. Ging ja auch runter, ne? Hä? Ging ja auch runter. Also, er hat auch vielleicht ein bisschen Stress. Alles gut. Aber das sieht doch jetzt nach einer Lösung aus. Sah das eben auch schon mal, aber... Du musst da drüber, ne? Hä? Du musst da drauf. Ja, aber ich muss erstmal hier oben raus. Ja, ich wollte dir nur einen Tipp geben. Ja, ich glaube auch nicht, dass er schafft, wenn wir keine klugen Ratschläge mehr geben. Das ist auch wichtig auch. Hast du probiert es aus, um wieder anzuschalten? Haben sie mal den Stecker gezogen? Vielleicht ist auch einfach der Treiber nicht aktuell. Eben. Ist das vielleicht die falsche Kette? Aha. Das war's. Ach, musst du da noch durch die Führung durch? Ey, die Ratschläge waren Bombe. Muss das nicht durch die Führung durch? Nächstes Mal rufe ich dich an. Gern geschehen. Ich renne, gut. Ich dann hoch. Dann fahre ich mal hinter dir her, okay? Okay. Ich hinter dir. Okay, viel Glück. Danke dir auch. Dank der guten Tipps ging es recht schnell wieder weiter. Und ich wollte es dann doch noch mal schaffen, über den größeren Table zu kommen. Auch wenn das noch ganz knapp auf dem Holz war, würde ich es jetzt mal zählen lassen. Wow.
Für die Abschlussfahrt, bevor es dann wieder zum Zug ging, haben wir uns nochmal die Loose Lee ausgesucht. Vorher kann man auch die Kürhill immer gut mitnehmen und dann durch den Slopestyle Park fahren. So. Wow! Leider haben wir unseren Trip dann so beendet, wie wir ihn begonnen haben. Mit Regen und Streckensperrungen. Oh nein. Nein! Und es regnet. Kommen wir da runter? Nee. Ist gesperrt. Komm, können wir die Straße runterrollen oder so? Wo lang? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Hier, oder nicht? Ja, wir sind mal hier gewandert. Erster Trail von allen. Aber trotz der ganzen Umstände mit Wetter, Bahnfahrt, Rückenschmerzen und so, machen solche Trips einfach mega Spaß. Ich kann den nächsten schon kaum erwarten und er wird kommen. Also bleibt dran, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut!